rein in die Praxis. Hier ist unser UbiLogs-System, UniBremenLogs. Sie alle haben einen Blog darauf und hier sehen wir zum Beispiel Saskia. Gucken wir mal da rein. Und die hat sich zum Thema Foxonomie geäußert. Das Ganze wäre jetzt hier ein Seminarblock. Sie reflektieren die Themen, die Sie dort lernen im Blog. Man kann mit den Blogs auch andere Sachen machen. Wir zum Beispiel, das ist ein Beispiel aus einem Projektblog von mir. Da tue ich mit einem Mitarbeiter zu unseren Artikeln halt kommunizieren und da geht es jetzt momentan gerade darum, um Prozessanalysen und da tun wir uns austauschen. Es sind relativ nicht ganz so viele Beiträge. Sie sehen hier, im Dezember gab es nur einen Beitrag und davor der letzte im April. Wir machen dann doch auch wieder viel mit anderen Medien, also wir wechseln immer ab und zu. Ich glaube, dass manchmal, also man findet sich dann halt dann doch immer Medien, die dann manchmal besser passen für eine bestimmte Arbeitsart. Also hier in dem Fall arbeiten wir sehr viel mit dem Versionierungssystem, wo wir unsere Artikel uns austauschen, immer aktuell auf einem Server haben. Das ist ein Beispiel für einen Lernblock von mir aus dem letzten Semester, wo ich zu einem bestimmten Thema angefangen habe zu bloggen, im Grunde so wie Sie zu Ihrem Lernprojekt. Und mein aktivster Blog ist der DidaktaLab-Blog, das ist im Grunde mein Homepage-Blog. Da findet man immer alles, was so aktuell bei mir läuft, zum Beispiel nächstes Jahr gibt es zwei Tagungen, das EduCamp und das Mobile Learning in Bremen. Sind Sie alle herzlich eingeladen, vor allem zum EduCamp. Hier haben wir Werbung für das erfolgreiche Studieren mit dem Internet. Wir haben, ich glaube, eine Veranstaltung zur Medienkompetenz in Bremen. Dort habe ich was gebloggt. Und dann gibt es auch eine Filmdoku zum ersten Bremer EduHack. Und dann gab es mal einen Kommentar von mir, wo das Bild hier verschwunden ist, weil Slideshare nicht mehr das anschaut, das muss ich mir nachher gleich mal anschauen. Und das ist hier zum Beispiel ein Kommentar von mir zu einem bestimmten Thema. Insofern unterschiedliche Dinge, die ich hier beschreibe. Hier auf der Seite sehen Sie nochmal die Seiten, die es hier auf dem Blog gibt, die Kategorien, ein Archiv und dann so aktuelle Dinge, die ich mache. Ich glaube hier in dem hier, da habe ich zum Beispiel meine Tweets eingebaut und Links von mir und Verweise auf einen Feed von einem anderen Blog, den ich führe, World of Warcraft. Da geht es um R, eine Open Source Software, und auch hier gibt es dann wieder verschiedene Hinweise auf Dinge, die ich mache. Also so vernetzt man das. Wie kann das nun aussehen, wenn das ein Student macht? Ich habe hier im Google Reader, Sie erinnern sich, letzte Episode, die Blogs von Mitarbeitern von mir gesammelt. Nicht alle von meinen Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern führen Blogs. Ich gehe mal hier auf den Are You Ready? Gibt es keine neuen Artikel. Ich kann mir trotzdem mal alle Artikel anzeigen lassen, die es hier gibt. Ich kann auch direkt auf den Blog gehen. Und das ist der Blog von Mark Heckmann, mein Resident Research Praktikant, würde ich sagen. Und der hat einen Blog, wo er sich mit R beschäftigt. Er ist eine Open Source Statistik Software. Und der schreibt hier verschiedene
Blogbeiträge, wo er Dinge vorstellt, mit denen er sich auseinandergesetzt hat. Und hier ist ein ganz schöner Eintrag zum Thema Infomaps. Also die Aufgabe war eigentlich hier so eine, also ja, statistische Daten als Karte aufzubauen. Und er hat sich dann angeschaut, was ist in R dazu verfügbar. Und das war dann das Endergebnis. Eine sehr, sehr schöne Karte mit verschieden gefärbten Feldern für die Kreise, glaube ich, sind das. Und mit verschiedenen, hier, man sieht auch hier schon grau hier, die Bundesländer eingefärbt und die, zwischen den Kreisen was mit weißen und so weiter und so fort. Das ist sehr schön gemacht. Das ist das Ergebnis und hier zeigt er den ganzen Prozess, wie er da hingekommen ist. Das war so ein bisschen so das, womit er angestartet hat. Das gab ihn eher als Basisoption. Man sieht hier, die Länder kann man noch nicht erkennen. Das ist alles schon sehr bunt. Und so hat er dann angefangen. Dann hat er tatsächlich erstmal die Farbstruktur geändert und eine Legende gemacht. Und dann hier, man sieht immer wieder Code, Codezeilen, wie er da gearbeitet hat und wie er dann zum Endergebnis gekommen ist. Und das ist erstmal insgesamt spannend. Noch spannender ist, dass es ganz viele Kommentare dazu gab, 12 Responses. Und hier fangen jetzt Personen an, also ich habe es mir nicht angeschaut, habe ihnen damals einfach so Rückmeldung gegeben, auf dem Flur sozusagen. Und hier kommen jetzt andere Personen, die tatsächlich dann damit weitergearbeitet haben und Rückmeldung gegeben haben. Es geht so weit, dass die dann tatsächlich Code hier reingeben und dadurch entsteht so ein ganz interessanter Diskurs. Man sieht dann auch wieder, dass Mark immer wieder antwortet und er lernt insgesamt über diesen Prozess ganz viel. Und das ist im Endeffekt der Prozess, so wie es bei Ihnen günstigerweise auch gehen sollte. Denn darüber, durch so etwas, fangen Sie sich an, in einer professionellen Community of Practice sich zu etablieren. Und wenn es gut läuft, können Sie dadurch schon Praktikumsplätze, interessante Partner für Ihre Thesis finden, bis hin zu Jobs. Das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz starke Art, damit mit Blogs umzugehen. Okay, also hier nochmal die Zusammenfassung zum Thema Reflexion. Was meint also Reflexion? Sie sollten Blogs nutzen, um zu reflektieren. Zum Beispiel, was habe ich bisher gelernt, wo stehe ich heute und was sollten meine nächsten Schritte sein? Das hilft Ihnen extrem, fokussiert zu arbeiten. Reflexion bildet wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen aus. Das heißt, sich überhaupt eine Meinung zu bilden, die auszudrücken, sie zu artikulieren, aber vor allem auch zu begründen und dann in solchen Kommentaren auch zu verteidigen. Meinungen anderer unterstützen, aber auch zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Gegebenenfalls eine Klärung zu suchen, also zu schauen, wie komme ich dann jetzt eigentlich zu einem Konsens. Gegebenenfalls auf die Meinung anderer aufbauen, die weiterentwickeln. Und vor allem auch Fakten und Meinungen auseinanderhalten können. Das denke ich, ganz, ganz elementare Kompetenzen, die Sie mit der Reflexion in Blogs entwickeln können. Seminarblogs, wie wir sie einsetzen, sind nicht mehr ganz so weit entfernt von sogenannten E-Portfolios. Portfolios ist eine Form alternativer Beurteilungssysteme. Ein Portfolio ist prinzipiell erstmal eine Sammlung von Leistungsdokumenten und damit kann man seine eigene Person nach außen darstellen. Man stellt seine eigenen erbrachten Leistungen und Kompetenzen dar, dokumentiert eigene Lernprozesse, aber auch Ergebnisse und muss dabei Gelerntes reflektieren und zur Diskussion stellen. Ohne diese Selbstreflexion dessen, was man dort gemacht hat, ist eigentlich kein Portfolio. E-Portfolios nutzt Verfahren digitaler Medien, um diese Portfolios online zur Verfügung zu stellen mit bestimmten Zugriffsrechten. Und hier rechts in der Darstellung sehen Sie, welche Elemente die so in so ein E-Portfolio oder ein digitales Portfolio hineinkommen können. Da gehen nämlich nicht nur Text rein, sondern da können auch Bilder reingehen, da können
ja, es können irgendwelche Audiodateien reingehen, da sollten aber auch, können auch Videos reingehen, etc. Also insofern das Bild hier illustrativ, aber nicht könnte man eigentlich fast noch besser machen, weil man bräuchte eigentlich noch Videos dazu und ja, vielleicht gemalte Dinge etc. Und so ein E-Portfolio, da gibt es Bewerbungsportfolios, da tut man dann entweder die besten Arbeiten rein, die man bisher gemacht hat, oder man macht so ein Entwicklungsportfolio, man zeigt, wie man seine Kompetenzen entwickelt hat. Oder man macht halt wie bei uns im Seminarblog, dokumentiert man seinen Lernprozess. Die Mehrwerte von E-Portfolios sind, dass man tatsächlich also seinen Lernprozess dauerhaft und regelmäßig begleitet. Dass es jetzt ein E-Portfolio ist, ermöglicht vor allem natürlich auch eine flexible Zugänglichkeit. Das heißt, ich kann das Portfolio gleichzeitig den Personen meiner Lerngruppe zugänglich machen, verschiedenen Dozenten, aber auch einen Arbeitgeber und gegebenenfalls zum Beispiel in der Schule auch den Eltern. Und ich komme halt auch von überall drauf auf mein Portfolio, sobald ich Internetzugang habe. Und insofern ist ein E-Portfolio in einem normalen Portfolio von der Handhabbarkeit so vielleicht ein bisschen überlegen. Man kann natürlich auch sehr gut da digitale Medien reintun. Wenn es natürlich sehr viel um Handgemaltes etc. geht, dann muss man das fotografieren, das dann vielleicht ein Standardportfolio hat von der Haptik etc. Auch da wieder Vorteile, da würde man wahrscheinlich gegebenenfalls mit Kombinationen arbeiten. Ja, hier nochmal zum Thema Bloggen noch ein Tool. Wir wollen ja immer noch ein Tool haben. Und das ist das sogenannte Scribe-File. Das sieht jetzt hier einen Screenshot von Scribe-File. Das ist auch wieder ein Add-on, den Sie installieren können in Firefox. Mit Scribe-File können Sie zu einer Seite direkt gleich können Sie bloggen, das heißt, Sie können Blog-Einträge erstellen und gleichzeitig aber auf einer Blogseite sehen. Und das hat bestimmte Vorteile der Einbindung dann von Links etc. Andere Möglichkeit ist tatsächlich halt, Sie bloggen in einem Fenster und haben halt in einem anderen Fenster die Seiten offen. Scribe-File als Ergänzung zu ihrem Browser, und da wir jetzt ja gerade in Chrome sind, gucken wir mal, natürlich gibt es auch ein Scribe-File für Chrome, dann installieren wir den mal hier gleich, installieren wir, so, gucken wir mal auf Erweiterung, da haben wir Scribe-File, okay. Sehr schön. Und hier sieht man, dass man den erstmal konfigurieren muss. Und da tut man seine Blogs dann dazu tun und dann kann man hier posten. Ja, so viel zur heutigen Episode, dritte Episode im Modul D. Damit sind wir auch durch. War im Endeffekt nochmal eine kleine Wiederholung zum Thema, warum bloggen, was ist so interessant am Bloggen bezüglich der Reflexion. Und nochmal zum Schluss so ein kleines Tool, das das Bloggen jedenfalls ein bisschen vereinfachen kann, Scribe-File als Plugin für Ihren Browser. Okay, vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Modul, nicht bis zur nächsten Episode. Tschüss.